Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und ich glaube, ich sitze hier gerade zum ersten Mal draußen auf meinem wunderschönen Balkon. Und heute ist der erste richtige Tag wieder in Deutschland. Ein Monat Thailand ist vorbei. Und ab heute wird wieder richtig Gas gegeben. Ab heute beginnt mein Monk Mode. Das heißt, ich werde mich vollkommen auf Arbeit, Training und Ernährung fokussieren. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe heute, ich bin aufgestanden, ich war kurz an der frischen Luft, bin gelaufen, war da gleichzeitig noch einkaufen, damit ich was zu essen habe, weil ich ja nichts da habe, und danach war ich duschen. Mehr nicht, das war meine Morgenroutine, und jetzt werde ich mich direkt an meinen Laptop setzen und eine Runde arbeiten, und ich werde nicht erst meditieren, lesen oder irgendwas anderes machen. Ich finde, es ist ein ganz großer Fehler bei einer Morgenroutine, dass viele einfach viel zu viel da reinpacken. Ich bin der Meinung, man sollte direkt mit einer Tätigkeit anfangen, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Deswegen setze ich mich jetzt an den Laptop ran, schreibe ein Skript für ein neues Video, und danach kann dieser Tag nur erfolgreich werden, wenn man direkt mit der Aufgabe angefangen hat, auf die man aktuell am wenigsten Bock hat und die am wichtigsten ist vor allem. Und ich habe es ja bereits erwähnt, in 2 Wochen fliegen wir wieder weg. Wir fliegen nach Tokio für 2 Wochen. Und danach bin ich aber eine längere Zeit hier in Deutschland, damit ich wirklich zu 100% durchziehen kann. Und deswegen wollte ich mal kurz eine Sache ansprechen, die viele falsch machen. Weil ich könnte natürlich jetzt sagen, die 2 Wochen in Deutschland, da lohnt es sich ja gar nicht, jetzt richtig durchzuziehen, mit meiner Routine anzufangen, weil ich in 2 Wochen ja eh wieder weg bin. Und dann ist es leicht zu sagen, hey, ich fange doch einfach nach Tokio an. Aber das ist ein großes Problem. Viele warten immer auf den perfekten Zeitpunkt zum Anfangen. Das muss dann Montag sein, weil am Sonntag kann man nicht anfangen. Man muss in der neuen Woche anfangen. Oder man muss im neuen Jahr anfangen. Ich warte jetzt noch, bis der Dezember vorbei ist, und ab 1. Januar geht es dann los. Leute, so funktioniert das nicht. Wenn ihr die Dinge aufschiebt, dann wollt ihr ja damit nicht anfangen. Ihr sagt, nö, ich will jetzt nicht anfangen, ich mache das später. Dann wird es nichts. Wenn ihr mit irgendwas anfangen wollt, dann jetzt. Das ist ein uraltes Sprichwort, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren gewesen. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Also fangt jetzt an, wenn ihr irgendwas machen wollt. Und nicht erst später. Weil es später angeblich besser ist, ist es nicht. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, auch wenn es nicht die besten Umstände sind. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt an meinen Laptop setzen und eine Runde arbeiten. Ich werde das Skript fürs heutige Video schreiben. Und bleibt auf jeden Fall dran. Ich zeige hier meinen gesamten Tag heute, wie mein Monk Mode aussieht. Und am Ende des Videos werde ich euch auch verraten, wie man sich auf den nächsten Tag vorbereitet. Denn das machen auch ganz viele falsch. Die sagen einfach, hey, morgen habe ich einen total erfolgreichen Tag. Da wird alles perfekt. Machen sich keinen Plan, gehen einfach ins Bett und stehen am nächsten Tag auf. So funktioniert es leider auch nicht. Man muss sich wirklich Gedanken machen am Tag davor, was man am nächsten Tag macht. Und wie genau ich das mache, werde ich euch am Ende des Videos zeigen. So, Freunde, Arbeit ist geschafft und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich bin grundsätzlich kein großer Fan von Frühstück. Also an jeden, der nicht damit kämpft, auf seine Kalorien zu kommen, dem empfehle ich auf jeden Fall, nicht zu frühstücken und erst nachmittags die erste Mahlzeit zu essen. Ich bin allerdings jetzt in der Massephase. Das heißt, ich will Muskeln aufbauen und deswegen muss ich ein bisschen mehr essen. Deswegen gibt es auf jeden Fall ein Frühstück, aber ganz wichtig, trotzdem arbeite ich erstmal ein bisschen und dann gönne ich mir Frühstück. Nicht andersrum, das wäre nicht gut. Und hier in Deutschland wird natürlich wieder zu 100% Carnivore gegessen. Das heißt, ich esse nur tierische Produkte. Genauer gesagt, eigentlich nur Rindersteak, Lachs und Eier. Und das war's. Da mache ich bestimmt auch nochmal ein eigenes Video drüber. Auf jeden Fall hat man dadurch viel, viel, viel mehr Energie. Man hat nicht dieses Tief, nachdem man Kohlenhydrate gegessen hat. Man kann danach direkt weiterarbeiten und dadurch kann ich einfach mehr Leistung bringen. Aber wie gesagt, ich esse jetzt ein Frühstück, weil ich eben die Kalorien brauche. Ich würde es aber weglassen, wenn ich die Kalorien nicht unbedingt brauchen würde. Und zum Frühstück gibt es jetzt hier 6 Spiegeleier und 200 Gramm Stremenlachs. Natürlich ist die Ernährungsform extrem teuer, aber an jeden, der das auch gern in die Richtung machen möchte, aber nicht das Geld hat, dem empfehle ich einfach, viel Eier zu essen, weil Eier sind vermutlich das günstigste Lebensmittel von allen davon. Oder einfach Rinderhackfleisch statt Rindersteak. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man das auch günstiger machen kann. So, Freunde, mein Video ist jetzt komplett fertig und jetzt geht's ab ins Fitnessstudio. Heute ist Brust dran, da freue ich mich riesig drauf. Das erste Training hier im Fitnessstudio. So. Bereit fürs Training? Freilich bin ich bereit und motiviert. Endlich mal wieder gescheit trainieren. Genau. Ich bin wieder zu Hause. Training war richtig, richtig gut. Es hat echt Spaß gemacht, nach so langer Zeit endlich mal wieder richtig im Fitnessstudio zu trainieren. Ich muss jetzt gerade noch das Thumbnail für mein neues YouTube-Video erstellen und jetzt muss ich auch noch eine ganze Zeit für meine Agentur arbeiten.
Ich habe es schon in anderen Videos erwähnt, ich habe eine eigene Agentur, ich habe eine TikTok-Live-Agentur. Wir sind tatsächlich sogar die größte Agentur in Deutschland. Zusammen mit meinen beiden besten Freunden habe ich die. Genau, da musste ich gerade ein bisschen was machen. Und jetzt gibt es endlich was zu essen. Es gibt nämlich Rindersteak und dazu 6 Eier. Jetzt gönnt euch dieses Geräusch. Geil. Also ich muss sagen, die 5 Euro Steaks von Penny schmecken echt ziemlich gut. Ich esse ja normalerweise immer hier die von Rewe und da kostet das Kilo 50 Euro. Das heißt, dieses Steak, 260 Gramm, hat 13 Euro gekostet. Aber das Steak von Penny schmeckt echt gut. Also man kann das Ganze auch günstig machen. 5 Euro für ein Steak finde ich echt günstig. So Freunde, es ist jetzt 22 Uhr und wie versprochen erzähle ich euch jetzt, wie ich den nächsten Tag plane. Ich habe ja am Anfang des Videos erwähnt, dass es extrem wichtig ist, dass man sich einen Plan für den Tag macht. Denn einfach aufzustehen und zu sagen, hey, heute bin ich erfolgreich, funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Was man stattdessen machen muss, man muss eine ganz genaue Liste haben, im Kopf oder am besten aufgeschrieben, von den Dingen, die man erledigen muss. Wenn ich diese Liste nicht habe, dann stehe ich auf und arbeite mal hier, mal da und komme zu keinem richtigen Ergebnis. Das heißt, ich muss diese Liste erstellen, um wirklich produktiv arbeiten zu können. Und ich muss meinen Tag auch strukturieren. Ich muss mir Zeiten vornehmen, an denen ich das und das tue. Ansonsten wird es meistens nichts. Das heißt, wie mache ich das jetzt konkret? Also ich bin noch so ein Oldschool-Typ. Ich mache das tatsächlich nicht am Laptop oder am Handy, sondern ich habe einen schönen Blog. Und da schreibe ich dann immer am Abend, also jetzt werde ich das tun, schreibe ich immer den Folgetag auf und schreibe dann meine Liste und schreibe dann meine Tätigkeiten auf. Beispielsweise 8 Uhr früh aufstehen, an die frische Luft gehen, duschen, ich schreibe einfach Morgenroutine hin und ab 9 Uhr dann direkt arbeiten. Wie schon erwähnt, kurze Morgenroutine ist sehr wichtig, dass man direkt mit der Arbeit, mit der wichtigen Arbeit anfängt. So, 9 Uhr wird dann erstmal gearbeitet, meistens so 1,5 Stunden oder 2 Stunden, je nachdem wie lange die aktuelle Arbeit gerade dauert. Dann mache ich mein Frühstück, danach mache ich Arbeit, die zwar getan werden muss, die jetzt aber nicht so schwierig ist, meistens Arbeit für meine Agentur. Und dann je nachdem, was gerade ansteht, schaue ich dann, was ich als nächstes mache. Vermutlich arbeite ich dann an meinem neuen YouTube-Video oder es steht halt gerade was anderes an. So, um 14 Uhr geht es dann ab ins Gym, bis 16 Uhr, danach wird gegessen, geduscht. Und dann, je nachdem, was wieder aktuell ansteht, werde ich dann wieder arbeiten. Meistens mache ich noch mein Video fertig für YouTube, lade es hoch, Agenturarbeit und noch ein paar andere Sachen. Natürlich, wenn man diesen Tag oft genug durchlebt, irgendwann hat man das einfach im Kopf und braucht diese Liste vielleicht gar nicht mehr, weil diese Liste im Kopf ist. Das Problem ist aber trotzdem, dass es trotzdem jeden Tag andere Tätigkeiten gibt, die man zu erledigen hat. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass man sich einfach Zeiten hernimmt, an denen man sagt, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das. Das heißt, man hat sogenannte Blockzeiten. Wenn ich ganz sicher sage, von 12 bis um 1 Uhr mache ich diese Tätigkeit, dann werde ich sie auch machen, weil um 1 beginnt schon wieder die nächste Tätigkeit. Das heißt, ich muss pünktlich um 12 mit dieser Tätigkeit anfangen, weil sonst schaffe ich die Tätigkeit um 1 nicht. Sonst komme ich nicht rechtzeitig ins Fitnessstudio und so weiter und so fort. Das heißt, Blockzeiten sind wirklich extrem wichtig. Und so mache ich das. Jeden Abend schreibe ich mir genau auf, was ich zu tun habe. Und natürlich eine ganz wichtige Sache, die man natürlich auch nicht vergessen darf. Viele denken mir, ja, ich weiß ja, was ich zu tun habe. Das Problem ist, wenn man am Morgen aufsteht und vielleicht jetzt nicht so ganz fit ist, noch nicht so ganz in Schwung gekommen ist, dann ist es sehr verlockend, mit irgendwelchen Tätigkeiten anzufangen, auf die man mehr Bock hat als auf andere. Und deswegen ist es so wichtig, dass man am Abend davor, wo man noch einen klaren Kopf hat, sich genau aufschreibt, was man zu tun hat. Man muss dann am Morgen gar nicht nachdenken. Man hat die Liste, die einfach abgearbeitet wird. Man muss nicht nachdenken. Man macht einfach diese Liste, arbeitet die ab, Punkt 1 abgehakt, Punkt 2 abgehakt, Punkt 3 abgehakt und so weiter und so fort. Und außerdem ist es echt cool zu wissen, dass man immer mehr Punkte abgehakt hat. Ich kann euch echt sagen, das macht sogar süchtig. Wenn ich immer mehr Haken auf dieser Liste habe, dann fühlt man sich einfach richtig erfolgreich. Und der Tag kann auch nur erfolgreich werden. Das heißt, ich schreibe sogar so simple Dinge auf wie Bett machen, lüften. Sowas schreibe ich auch auf und hake das ab. Einfach damit ich ein paar Haken habe und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann wird der Tag automatisch erfolgreicher. Ja, so mache ich das und so würde ich das auch vielen empfehlen oder so ähnlich. Natürlich muss da jeder seinen eigenen Stil finden. Manche machen es vielleicht lieber an einem Handy, an einem Laptop. Wobei ich finde es immer ganz gut, wenn man mal wegkommt von diesen ganzen Bildschirmen. Aber jetzt mache ich meinen Plan und danach gehe ich ins Bett und stehe morgen früh auf. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.